Hallo und herzlich willkommen bei Kamananda ganzheitlich gesund. Ich sitze hier mit der Karin Huber vom Urkornstübel und wir wollen heute mal über eine Möglichkeit der Darmsanierung sprechen. Die Karin Huber ist Ernährungstrainerin und ist die Geschäftsführerin vom Urkornstübel. Das Urkornstübel gibt es jetzt, glaube ich, seit 2015, oder? Und ihr seid eigentlich ursprünglich, wart ihr spezialisiert auf DMSO, aber bietet eben verschiedene Lösungen für ganzheitliche Gesundheit eben auf natürlicher Basis an. Und da ist eben jetzt auch die Darmreinigung ein wesentlicher Bestandteil. Herzlich willkommen, Karin. Ja, herzlich willkommen und danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, magst du uns vielleicht mal vorstellen, weil es ist ja letztendlich das Thema Darm. Wird nie alt, weil letztendlich dürfen alle, die daran interessiert sind, langfristig gesund zu werden und zu bleiben, auch an ihrem Darm arbeiten. Es gibt eigentlich niemand, der jetzt so per se, ohne was dafür zu tun, einen guten Darmbefund hat, wenn man sich das mal im Labor anschaut. Ja, also viele haben natürlich mit Leaky Gut zu kämpfen. Viele haben Unverträglichkeiten, die natürlich auch was mit dem Darm zu tun haben. Viele haben einfach eine Dysbiose, also eben zu wenig von den nützlichen Bakterien und zu viel von den schlechten. Viele haben natürlich auch Parasiten im Darm. Und das führt dann letztendlich zu weitreichenden gesundheitlichen Problemen. Letztendlich wissen wir ja, dass mindestens 70% unseres Immunsystems im Darm sitzt. Und deswegen, ja, ist das was, wofür wir wirklich was tun dürfen, um da auch eine Resilienz zu entwickeln. Und da habt ihr jetzt was entwickelt, was ich sehr spannend finde. Und das ja, freue ich mich, wenn du uns das mal vorstellst. Ja, super. Ja, wie sind wir denn überhaupt drauf gekommen, etwas für den Darm zu tun? Ja, bei uns im Urkernstüberl kommen sehr viele Kunden und ja, der eine hat Arthrose, der andere hat Schuppenflechte, Psoriasis, der andere hat Rheuma, der andere hat ein schlechtes Immunsystem, der eine sagt, ja, es geht ihm einfach so nicht so gut, Blähungen, er möchte gern abnehmen, völlig egal. Es gibt ganz viele Probleme im Alltag und immer wieder kommen wir auf den Darm zurück. Das sitzt im Darm. Wie du es schön gesagt hast, das Immunsystem sitzt drinnen, das Thema Haut sitzt im Darm und auch unsere Psyche sitzt im Darm. Also das ist ja ganz spannend. Viele haben sofort Reaktionen im Darm, man weiß es, Verstopfung, Durchfall etc., wenn irgendwas nicht rund läuft. Und wir haben ja sehr tolle Nahrungsergänzungsmittel. Das ist einmal der erste Weg, den die Kunden natürlich suchen, aber das Thema ist oft, wo man sich dann fragen muss, ja, kommen die denn überhaupt dann auch durch? Kann der Darm die wirklich gut verarbeiten? Kann der Darm generell die Lebensmittel oder sind es doch nur Nahrungsmittel, die man zu uns nehmen, überhaupt gut verwerten, gut aufnehmen? Und es sind ja nicht nur die Lebensmittel, sondern es ist auch die Lebensweise. Und auch die Lebensumstände. Wir wissen, wir sind mit Schwermetallen, wir sind mit Toxinen, wir sind mit Umweltbelastungen einfach konfrontiert. Da können wir nicht mehr aus. Das ist so. Ja, und irgendwann mit der Zeit setzt sich das einfach im Körper ab, in den Zellen ab, aber auch im Darm, im Biofilm, an der Darmschleimhaut. Und es gibt sehr viele Fastenkuren, Heilfasten, Darmreinigungsprogramme, aber es gibt eigentlich noch keines, und das ist eben das Spezielle an unserer Darmreinigung, welches den Biofilm löst. Also für mich war das damals völlig neu und mit dem Biofilm im Darm hatte ich mich damals nicht beschäftigt. Es gibt ihn aber, weil dort sitzen eben die ganzen Ablagerungen, die Schlacken drinnen, das verfestigt sich, das wird eine starre und feste Masse, mehr oder weniger. Und da kommt dann einfach nichts mehr durch, kommen keine Nährstoffe durch und das geht uns dann irgendwann einmal ab im Körper, ist klar, gell? Und wir haben da ein ganz tolles Reinigungsprogramm, wo man eben diesen Biofilm lösen kann.
Er schaut bei uns so aus, es ist der Darm-Detox-Bin. Wir haben den konzipiert auf 3 oder 6 Tage. Wenn jemand noch nie Heilfasten war, wenn jemand Operationen hinter sich hat, Narkosen, vielleicht andere ja, Themen hat, wo man sagt, okay, da gehört jetzt definitiv mal eine Reinigung oder liebevoll, wie ich sage, mal ein richtiger Reset gemacht, und das ist er, dann wären natürlich 6 Tage ideal. Was ist in diesem Paket jetzt alles mit drinnen? Also es ist ein Tagespaket, ein tolles Programm für einen Tag, wo du an diesem Tag mehr oder weniger nichts isst. Du isst nichts in fester Form. Du ernährst dich nur flüssig mit diesen Shakes, die hier drinnen sind. Und da haben wir 8 Shakes, 7 Shakes drinnen. Du fängst in der Früh an und das geht über den ganzen Tag. Und in diesen Shakes sind natürlich alle lebensnotwendigen Nährstoffe drinnen, die man braucht, dass der Körper funktioniert und sich ja gut versorgen kann, ohne etwas zu essen. Und in diesen Shakes, da haben wir 3 Mahlzeit-Shakes drinnen, befindet sich eben dieses tolle Zusatzprodukt, diese Rindenfaser. Und aus der Palme. Und die hat die Fähigkeit, sich an der Darmschleimhaut festzusetzen und in diesen Film, in diesem festen Film, kleine Risse zu machen. Das geht aber nicht durch auf die Darmschleimhaut selbst, auf die Darmwand selbst, sondern es ist wirklich nur auf dem Film. Und dann haben wir noch drinnen das Okra-Pulver, das dringt dann in diese kleinen feinen Risse ein, quillt auf und löst diesen festen Biofilm mehr oder weniger dann von der Darmschleimwand ab und das scheidet man dann aus. Es gibt auf unserer Seite auch Bilder, wie das aussieht. Dieses Okra-Pulver mit dem Biofilm kombiniert, sieht tatsächlich aus wie Schlangenhaut. Und es ist auch lang. Also das ist, wissen wir ja, der Darm, das sind ja ganz lange Bahnen, mehr oder weniger. Ja, Und 11 Meter ungefähr. genau. Und das kommt tatsächlich raus. Das Tolle an diesem Produkt ist, und das ist wieder der Unterschied zu anderen Darmreinigungen wie Darmspülungen, dann die ganzen, ja, die kommen nur, wenn du das von hinten machst, die kommen nur in den Dickdarm rein und nicht in den Dünndarm. Und Man dieses Produkt, einläufe. Einlaufe, genau, und die setzen eben auch. Diese Shakes setzen im Dünndarm an. Und das heißt, du reinigst hier den Darm von oben bis unten durch. Und das ist das Tolle. Hört sich schräg an, tut nicht weh, wenn das rauskommt. Das ist ganz, ganz normal, aber es sieht definitiv aus wie Schlangenhaut. Und wir haben da eben ein tolles Konzept, wo du in diesen 3 bis 6 Tagen, je nachdem, gut geführt bist, Anleitung bekommst. Und ich sage immer, das Tolle ist, ich brauche dann nicht kochen, die Zeit habe ich frei, da gehe ich dann raus in die Natur. Und wenn jemand echt mal sagt, ich habe jetzt schon so viel hinter mir, ich möchte einfach was für meine Gesundheit tun. Und ich möchte einen Reset machen. Oder wenn jemand sagt, ich möchte meine Ernährungsweise umstellen. Ich schaffe das aber nicht alleine. Wo soll ich anfangen? Wo starte ich? Das ist echt ein toller Start für diese Dinge. Denn in diesen 6 Tagen lernst du mal für dich, nämlich an deine Grenze zu gehen und zu sagen, hey, ich kann ja mal 3 oder 6 Tage wirklich nichts essen und das Leben geht weiter. Im Gegenteil, ich leere mich mal aus, ich mache mich mal frei. Der ganze Ballast fällt ab und das ist ein tolles Gefühl und bringt einfach diese Motivation, dass man sagt, okay, das funktioniert, ich spüre das, ich habe mehr Energie, es funktioniert, wenn ich mir für mich Zeit nehme und mir einfach mal den Darm vornehme, ohne groß irgendandere Therapien zu machen. Das ist der beste Ansatz. Das ist auch der beste Ansatz für diejenigen, die noch nicht krank sind, die sagen, ich möchte gesund alt werden. Weil präventiv bist du bei einer Darmpflege, Darmreinigung am besten mit dabei. Also der Darm ist das, was wir uns eigentlich pflegen sollten. Das ist unser,
Das ist unser, ja, Lebenselixier, sage ich mal, unser Werk, das für uns so viel regelt, das Immunsystem regelt, unsere Psyche regelt, genau, unsere Haut regelt, unser Aussehen regelt. Man glaubt nicht, wie viele Menschen sich im Gesicht verändern nach diesen 36 Tagen. Die werden schön rosig, bekommen eine schöne Farbe, sie strahlen. Und auch wenn die meisten wollen ja abnehmen, das Abnehmthema ist immer wieder, ja, ist immer am Tag, liegt immer am Teller. Und ich sage, wenn du abnehmen möchtest, das ist jetzt kein Abnehmprogramm, das ist auch gut so, denn diese Darmreinigung können auch Menschen machen, die vielleicht schlank sind und die nicht abnehmen wollen. Die gibt es nämlich auch, die sagen, ich fühle mich nicht fit, aber wenn ich jetzt ein Heilfasten mache, ich verliere gleich so viel an Gewicht, das tut mir nicht gut. Ist ja logisch. Also auch die können dieses Programm gut mitmachen. Dennoch sage ich mal, in diesen 3 bis 6 Tagen, man verliert schon 2, 3, 4 Kilo, je nachdem. Wir hatten auch schon mal mehr dabei. Aber das Wichtigste ist, dass der Darm wieder sauber ist. Und dann ist das der perfekte Start für eine Ernährungsumstellung, für Sport. Ich sage jetzt nicht Sport, sondern Bewegung, wirklich hier auch die Lebensumstände zu ändern, weil du nach diesen 6 Tagen in einem Gefühl bist, wo du sagst, ich kann die Gesundheit spüren, es tut mir gut und da bleibe ich drauf. Und das ist meistens der Clou an dem Ganzen. Ja, genau. Das ist ja auch, wenn man mal heilfastet oder so, das ist danach, Genau. kann man auch ganz gut wieder mit neue Gewohnheiten in die Ernährung zum Beispiel auch oder sonst einführen. Ne? Das fällt einem dann einfach leichter. Das ist einfach mal so ein Reset, ohne den es vielen ansonsten halt einfach schwerfällt. Gell? Und ihr bietet Genau. das ja auch geführt an, aber das eben das Bieten im wir Frühjahr und zweimal im im Jahr Herbst. an, Ja. online geführt. Das ist insofern toll, weil oft muss man ja wohin fahren, auf Fastenkuren, Hotelkosten, Urlaub nehmen etc. Das brauche ich hier nicht, weil das können unsere Teilnehmer von zu Hause aus machen. Das heißt, wir sind verbunden über Zoom, dann machen wir 2, 3 Zoom-Veranstaltungen, die Erklärung dazu. Dann gibt es eine tolle WhatsApp-Gruppe, wo wir uns gegenseitig motivieren, unterstützen und natürlich auch ja, unsere Erfahrungen austauschen. Wie geht's dir? Was machst du? Was kann ich noch machen? Wie geht's dir damit? Und so weiter. Und bei den geführten Darm-Detox-Days haben wir natürlich nicht nur diese 3 oder 6 Tage, sondern wir haben ein ganzes Konzept dahinter. Wir starten hier und ich sage, das ist jetzt wirklich diese geführten Darm-Detox-Tests sind für Menschen ideal, die sagen, ich traue mich über sowas alleine nicht drüber, ich möchte es aber von zu Hause aus machen. Oder die sagen, ich habe sowas noch nie gemacht, ich brauche da Hilfe dabei, ich möchte es aber so gerne. Das ist perfekt. Wir haben immer an die 50 Teilnehmer mit dabei. Anfangs war ich skeptisch. Wer macht da mit? Aber es ist wirklich eine tolle Sache, weil wir eben tagtäglich verbunden sind und das Konzept sehr einfach ist. Also es sind Rezepte mit dabei. Und das Wichtigste ist nämlich nicht nur die 3 bis 6 Tage, das ist das Hauptmerkmal, aber ganz wichtig ist vorher und nachher die Betreuung. Wie baue ich mich nämlich auch psychisch auf diese 3 bis 6 Tage? Und da starten wir schon mit einer Basenkur. Das heißt, wir minimieren den Zucker langsam. Wir verringern, wenn es schon hoch ist, den Zuckerkonsum, den Kaffeekonsum, Alkohol, fette Ernährung zum Beispiel. Das drosseln wir und lassen dann so eine Woche vorher Kaffee komplett weg, Alkohol komplett weg. Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen da draußen Kaffee trinken, tagtäglich Kaffee trinken, also 2, 3, 4, 5, 6 am Tag. Und alleine, dass Das wenn du Kaffee weglassen. weglässt, sind massive Auswirkungen. Das ist wie Entzug. Das glaubt man nicht. Du bekommst da Kopfweh und die brauche ich in diesen 3 bis 6 Tagen nicht. Das heißt, das machen wir vorab schon. Und dann kommen und dann starten wir wirklich schon fit und gut vorbereitet in die 3 bis 6 Tage. Die machen wir gemeinsam durch,
Vorher haben wir auch noch die Leber-Gallen-Reinigung mit dabei, genau, dass ich nicht vergesse. Auch die ist extrem entlastend und erleichternd, also wirklich ganz super. Und da kommen auch zum Teil wirklich kleine Steinchen raus und es fühlt sich einfach ungemein leicht an. Was auch spannend ist, dass man dann morgens extrem Energie hat beim Aufstehen nach seiner Leberreinigung. Also dieses Gesamtpaket, das hat es echt in sich. Ja, und dann starten wir mit diesen 6 Tagen gemeinsam, wo wir nichts essen und hier einfach auch Zeit gönnen für uns nebenbei. Wir starten über das Wochenende, falls jemand wirklich einen Energie Einbruch hätte oder etwas Kopfweh hat, dass man sagt, ich kann mich auch etwas niederlegen. Meistens ist dann am dritten, vierten Tag geht die Energie hoch, das Level hoch und man fühlt sich wirklich gut. Und viele Teilnehmer sagen dann, boah, jetzt habe ich 6 Tage geschafft. Erstens einmal, das ist wie wenn du einen Marathon läufst. Du hast etwas erreicht. Das Gefühl ist unglaublich, mal zu sagen, ich habe jetzt 6 Tage wirklich durchgehalten. Ich habe nichts gegessen, ich habe nur getrunken. Das funktioniert, mir geht es gut, ich habe einen Reset gemacht. Und ja, dieser Erfolg allein ist schon der Hammer. Und in diesen 6 Tagen, das ist so spannend, da regenerieren sich die Geschmacksknospen. Du glaubst gar nicht, welches Geschmackserlebnis dann nach diesen 6 Tagen so ein Gemüseteller ist. Viele schmecken den Unterschied vorher gar nicht mehr, weil die so übersäuert sind, so viel Salz und Zucker essen, die merken das dann erst wieder, wie gut einfach unterschiedlich verschiedene Lebensmittel einfach schmecken. Und das ist der tolle Ansatz, hier auch die Ernährung umstellen zu können. Dass ich sage, okay, jetzt lasse ich wirklich Fleisch weg und ich esse jetzt mehr Gemüse, weil es schmeckt ja eh voll gut. Und da kann ich auch richtig viel essen. Das ist ja das Tolle. Und nach diesen 6 Tagen bauen wir eben den Darm dann langsam wieder auf. Wir haben hier noch die Möglichkeit, eine Parasitenkur zu machen, wirklich den Darm noch von Parasiten zu befreien und den Darm mit dem Topspin und mit einem Probiotik-Präparat hier wirklich gut wieder aufbauen. Und also wie gesagt, dieses Darm-Detox-Konzept, die geführten, das dauert in Summe 4 Wochen, wo wir hier miteinander ja, den Darm reinigen. Und das ist echt eine tolle Sache. Tolle Rückmeldungen. Und die meisten, die das einmal gemacht haben, sagen dann, okay, das ist Pflichtprogramm. Einmal im Jahr, je nachdem, meistens eben nach Weihnachten, Neujahr, da sind die Vorsätze auch noch gut, aber genauso auch im Frühjahr oder im Herbst möglich. Mache ich einmal im Jahr meine 3 Tage, und das ist die beste präventive Vorsorge für meinen Körper. Und das finde ich einen tollen Ansatz. Und ja, es gibt ja so viele Darmreinigungen am Markt. Das stimmt. Es gibt so viele Kuren und Mittel etc. Aber ich glaube, wir haben eben mit diesen geführten Darmdetox-Tests schon einen Rahmen geschaffen, wo jeder mitmachen kann, ganz einfach von zu Hause mitmachen kann, aber trotzdem eine Privatsphäre und ein bisschen anonym ist. Also ist wirklich ein toller Ausgleich. Und ja, wie gesagt, diese 3 Tage oder 6 Tage kann man aber auch ganz einfach, wenn man gut reflektiert ist, schon einige Fastenkuren gemacht hat oder mal das weiß, wie das ist, wie der Körper reagiert, wenn man mal Kaffee weglässt oder so, oder mal, ja, wenn man eben fastet, wie der Körper reagiert, kann man das super auch alleine zu Hause machen. Also Ja, wir haben auf wunderbar, unserer sehr Seite auch spannend. ein tolles Video, nochmal ein Erklärvideo von Dr. Günther Beck, vom Arzt, der das nochmal gut erklärt. Und ja, wie gesagt, ich halte mich immer ganz einfach und leicht, aber dennoch, ich kann es nur sagen, wenn wirklich Kunden kommen zu mir ins Geschäft und sie sagen mir ihre oder zeigen mir ihre Probleme auf, es ist immer irgendwo der Darm mit dabei. Na ja, klar, Es ist, der spielt immer mit es einer Rolle. ist, Weil man kann man letztendlich keine Therapie, also keine ganzheitliche, umfassende Therapie machen, ohne sich den Darm zumindest anzuschauen. Und wie gesagt, dass da mal jemand wirklich gut dasteht, ohne was dafür getan zu haben, das ja.
kommt Du eigentlich hast es auch. ja angesprochen, es gibt auch diese tollen Mikrobiom-Untersuchungen. Wenn sich das jemand mal gönnen möchte, vorab und danach eine machen, ist natürlich super, dann hat man das schwarz auf weiß. Wir machen das meist gar nicht, weil die Menschen, die Teilnehmer einfach so glücklich sind mit ihrem neuen Gefühl. Und das ist für mich Bestätigung genug, dass das einfach Sinn macht. Also es sind ja dann doch viele, die sagen, ich kann mir das nicht leisten. Die kostet bei uns 300, 400 € diese Mikrobiomuntersuchung. Das jetzt zweimal vorher, nachher und vielleicht dann noch das Reinigungsprogramm. Da sprichst du nicht alle an. Das ist schon klar, gell? Ja. Aber wenn jemand sagt, ich möchte das aber schwarz auf weiß haben, gibt es diese Möglichkeiten natürlich sehr wohl. Genau. Naja, klar. Ich meine, es gibt theoretisch ja auch kleinere Untersuchungen, die man machen kann oder auch dann ganz spezifisch, wenn man sagt, okay, das war der Status vorher, das möchte ich mir genau nochmal angucken, wie sich das entwickelt hat, dann kann man das ja theoretisch auch machen. Ja. Einläufe sind immer gut, die kann man auch zu Hause machen oder diese Colon-Hydro, die es gibt, aber Ja. du kommst halt hier nicht in den Nicht in den Dünndarm. Dünndarm, nee, Das klar. ist das Also, Ding. ja. Genau. Schön. Ja. Spannend, das muss ich, glaube ich, auch mal ausprobieren und dann Ja. sprechen wir noch mal über Bedingt. meinen Erfahrungsbericht. Also bei uns ist es Pflichtprogramm auch zu Hause. Und den Tipp gebe ich immer, wir machen das immer gemeinsam, mein Partner und ich gemeinsam, weil dann fällt natürlich auch das Thema in der Küche schon mal viel leichter. Für meine Kinder koche ich dann nebenbei, das funktioniert, kann ich euch Ja. sagen. Das geht. Und ansonsten gewinne ich viel Zeit und habe einfach Zeit für mich, weil das ist dann meine Auszeit. Und du kriegst ja trotzdem die Kalorien über die Shakes. Das heißt, die schlechte Laune ist dann jetzt eigentlich nicht unbedingt da, oder? Schlechte Laune hat man nicht, das ist spannend, ja, schlechte Laune hat man eigentlich nicht. Es ist tatsächlich der Kopf, der mit dir spricht. Das Gehirn, das mit dir spricht, du hast jetzt schon ewig nicht mehr gegessen, du hast auf nichts draufgebissen, das gibt es ja nicht. Und dass das aber tatsächlich geht, super. Und durch dieses Okra-Pulver, das auch aufquellt und diese Shakes, die da drinnen sind, Ist hat man man ja voll, tatsächlich oder? keinen Hunger. Also Ja. so ehrlich muss man sein. Es ist nur der Kopf, der sagt, ich möchte jetzt wieder mal wo draufbeißen und ich möchte mal wieder einen anderen Geschmack im Mund, aber Hunger ist es nicht. Es ist echt ein tolles Konzept und wie gesagt, 3 Tage sind schon gut. Da kommt schon einiges raus. Wenn das jemand noch nie gemacht hat, empfehlen wir 6 Tage. Wenn es nur 4 Tage sind, auch okay. Oder man macht 3 Tage, macht ein paar Tage Pause mit leichter Kost zwischendrin, Gemüsesuppe, gedünstetes Gemüse. Und dann mache ich mit 3 Tagen wieder weiter. Ja. Das funktioniert super. Ich werde auch oft gefragt, ist das auch schon was für Kinder? Also Kinder, für Kinder ist das nichts. Nee, Die nee. halten das nicht durch und das ist auch meiner Meinung nach jetzt so nicht notwendig. Das Ja, ist genau. Ja, gut, was Kinder schon im Darm haben, das ist oft auch beängstigend, aber man ja. kann auch Kinder ja nicht fasten lassen. Also das ist auch, das will man einfach nicht. Das geht Das, nicht. Da genau. ist zum Beispiel dieser Topspin Ja, ideal. genau. Solche Dinge kann man sehr wohl machen, Ja. aber so Reinigungskuren, die sind tatsächlich für uns gut geeignet. Und wie gesagt, Belastungen und sei es mal, ja, dann hast du wieder mal eine Zahnwurzelextraktion. Solche Dinge braucht man wieder mal eine kleine Narkose oder man weiß es nicht. Es kommt so viel daher, wo man nicht sagen kann, das möchte ich nicht oder da weigere ich mich. Und dann habe ich halt die Möglichkeit im Nachhinein, mich wieder gut auszurichten, einen Reset zu machen. Und es ist tatsächlich ein Reset. Das ist vom Gefühl her das Tollste, was man da einfach, ja, draus berichten kann. Schön. Sehr spannend. Also wie gesagt, du hast mich jetzt sehr neugierig gemacht. Ich muss das, glaube ich, auch mal ausprobieren. Ich probiere immer gerne Sachen Ja, aus. unbedingt, unbedingt. Das ist wichtig. Genau. Und ja, also ich hoffe, ich habe hier neugierig gemacht. Vielleicht mag es der ein oder andere auch mal ausprobieren. Und dann gerne auch in den Kommentaren teilen oder auch falls du Zuschauer das schon mal ausprobiert hast, genau, teile das gerne in den Kommentaren.
Wir haben eine Kooperation mit dem Urkornstüberl. Das heißt, es gibt auch einen Affiliate-Code, den werde ich unter dem Video posten und einen, genau, mit einem 10%-Gutschein. Und genau, ich hoffe, wir konnten euch hier ein bisschen motivieren, was für euren Darm zu machen, was für euer Immunsystem zu tun. Und freue mich auf unser nächstes Interview, liebe Karin. Ja, herzlichen Dank und würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich drüber traut auf seinen eigenen Reset. Und ihr könnt natürlich auch gerne bei uns nachfragen. Das ist völlig klar. Das Genau, kann man ja auch immer bei euch anrufen, gell, wenn ihr genau. Geschäftszeiten habt. Genau. Sehr schön. Dann wünsche ich allen einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.